Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Joe Sam Leicht und Lecker. Heute zeige ich euch, wie man ganz leicht leckere, flauschige, weiche Kürbisbrötchen machen kann. Für dieses Rezept habe ich mich für den Butterkürbis entschieden. Man kann natürlich auch wieder den Hokkaido-Kürbis nehmen. Der hat den Vorteil, dass er sehr schnell weich gekocht ist, also der braucht nur 15 bis 20 Minuten. Den muss man aber, oder beziehungsweise sollte man lieber schälen. Von den Kürbis benötigen wir ca. 400 Gramm, außerdem 160 Milliliter Milch, 80 Milliliter Öl, ein Ei, 3 Esslöffel Zucker, außerdem eine Prise Salz, 1 Teelöffel Kurkuma, ein Päckchen Trockenhefe, ein Päckchen Vanillezucker, dann brauchen wir ca. 550 Gramm Mehl. Warum circa? Weil der Teig soll noch ein bisschen klebrig bleiben, deswegen muss man das ungefähr noch einschätzen, selber ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das werdet ihr dann gleich im Video nochmal sehen. Außerdem optional noch Sesam zum Bestreuen für die Brötchen. Und zum Bestreichen habe ich hier ein ganzes verquirltes Ei mit Milch. Deswegen ein ganzes und mit Milch, damit das nicht ganz so dunkel wird, schon bräunlich, aber nicht ganz so dunkel wird und damit sich das besser bestreichen lässt. Ihr könnt das aber natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch nur ein Eigelb nehmen, ein ganzes Ei, wie auch immer. Jetzt werde ich erstmal den Kürbis schälen, in etwas kleinere Stücke schneiden und kochen. Danach muss der Kürbis auch wieder püriert werden, deswegen brauchen wir einen Pürierstab und dann lege ich jetzt einfach mal los. Mir ist hier noch etwas Kürbis übrig geblieben, daraus mache ich einfach mal eine kleine Portion Marmelade draus und das Rezept dazu verlinke ich euch in der Infobox zusammen mit dem Rezept für die Kürbisbrötchen. Der Kürbis ist jetzt weich gekocht. Wie ihr gesehen habt, benötigt das auch gar nicht so viel Wasser, nur dass leicht der Boden damit bedeckt ist. Jetzt werde ich das Ganze erstmal pürieren. Dann kommen nach und nach alle Zutaten hinzu und zum Schluss schrittweise immer das Mehl. So, der Teig ist herrlich aufgegangen. Jetzt werde ich die Brötchen einmal formen. Dafür benötige ich etwas Öl, um die Hände einzuölen, damit der Teig nicht an den Händen kleben bleibt. So, die Brötchen sind jetzt fertig, schön fluffig, schön weich.
sehr, sehr appetitlich. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und abonniert mich gerne, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.